Seydou Doumbia stinkt die ganze Geschichte gewaltig. Er hat sich zwar entschuldigt für seine Geste, würde eine Strafe akzeptieren, verlangt aber auch, dass er besser geschützt wird. Das Thema Schutz bekam sofort eine große Bedeutung. Passen Sie auf. Schnölli legt er auf für Doumbia. Zotti draußen, Foul, Penalty für Ibe und Rot für Zotti. Da gibt's keinen Spielraum für Diskussionen. Doumbia legte den Ball am Torhüter vorbei. Der sprang dem Stürmer beim Abwehrversuch in die Beine und vereitelte eine klare Torchance. Doumbia konnte nach kurzer Pflege weiterspielen. Für Goalie Zotti war der Arbeitstag nach 11 Minuten vorbei. Ex-IB-Ersatzgoalie Matteo Gritti kam zum eher unfreiwilligen Handkuss. Sein erster Job, das Penaltyduell mit Jappi. IB führte früh 1:0. Alle, wirklich alle Vorteile lagen nun auf Seiten des Leaders. Wladimir Petkovic traute der Sache nicht. Seine Spieler sollten weiter konzentriert bleiben. Die Forderung setzte sein Team um. Degen, Marco Schnölli, die Flanke auf Doumbia, das 2:0 nach 22 Minuten. Doumbia der Täter, Goalie Gritti, das bedauernswerte Opfer der Schlafmützigkeit von Verteidiger Manjarati. Es war schon jetzt Doumbia Day im Kommunale. 2 Minuten später, Bellinzona total geschockt. Scott Sutter umspielte Tiesson. Passte zur Mitte und dort stand natürlich Seydou Doumbia. 3:0 für Ibe. Den Penalty herausgeholt, 2 Tore erzielt. Bellinzonas Problem hieß vor allem Doumbia. Marco Schellibaum war komplett bedient. Es spielte nur Ibe. Und dort zauberte Doumbia hier am Ball. Dann Jappi, Hochstrasser. Doumbia lief in Position. Der Ball kam, der Lob. 4:0, der Doumbia-Hattrick innerhalb von 16 Minuten, sein 16. Tor. Eine Gala vor der durchaus möglichen Zwangspause. Jeder Schuss ein Treffer, Doumbia war allgegenwärtig und nicht in den Griff zu kriegen von Bellinzona. Dafür gab's Höchstlob von Trainer und Sportchef. Ibe unterhielt sich blendend im Kommunale auch nach der Pause. David Degen dribbelte Gegenspieler Raso, Knoten in die Beine. Der Rückpass auf Jappi, wieder Degen. Das 5:0 nach 48 Minuten. Bellinzonas Abwehr nicht erst jetzt ein völlig orientierungsloser Hühnerhaufen, der keinen Widerstand leistete. Bellinzonas Lust auf Fußball hielt sich in Grenzen, kein Wunder. Aggressivität zeigte Russotto nur in dieser Szene. Ansonsten ließ man die Gäste gewähren. Hochstrasser für Doumbia, kein Offside. Gritti blieb Sieger. Schnölli vergab das 6:0. Und Doumbia trauerte seinem 4. Tor nach. Eckball Degen. Bellinzona brachte den Ball nicht unter Kontrolle. Scott Sutter, 6:0. Heute war alles möglich, sogar ein solches Tor. Das erste für Sutter in Gelb-Schwarz. Entsprechend ausgelassen feierte er den Treffer. Scott Sutter bestaunt von den Kollegen beider Teams. Aber das war noch lange nicht alles. Eckball Sutter, Kopfball Doumbia, 7:0. Ein Eigentor von Carbone? Nicht ganz. Marc Schneider ist der Torschütze. Kurios, kurios. Zufällig angeschossen, erzielt Schneider noch sein erstes Saisontor. Die letzte Szene gehörte dann doch noch dem Heimteam und speziell ihm, Gürkan Sermeter. Das war das Schönste der 8 Tore. Ein kleiner Trost für Sermeter persönlich. Sein Trainer konnte sich auch darüber nicht mehr freuen. Zu desolat war die Leistung, auch wenn man früh in Unterzahl geriet. Bellinzonas Sermeter schoss das spektakulärste und letzte Tor. Die Show aber gehörte wieder einmal Seydou Doumbia.
Ja, das kann man wohl sagen, nämlich schon wieder ein Hattrick. Er hat ja bereits beim 4:0 gegen Aarau vor 25 Tagen 3 Goal für die Berner Young Boys erzielt. Wollen wir hören, wie er den heutigen Match sieht? Hier kommt ein Interview mit dem IB-Topscorer. Es war kein einfaches Spiel. Wir hatten gewisse Probleme. Wir verloren zuletzt bei GC. Wir mussten etwas versuchen und das haben wir hier getan. Wir wollten ein frühes Tor und wir wollten gewinnen. Denkt er noch an diese Geste im GC-Spiel und eine mögliche Sperre? Ich habe meine Antwort hier gegeben, wie auch immer die Entscheidung sein wird. Ich werde sie akzeptieren. Das Leben geht auch so weiter. Keine Angst? Nein, sicher nicht. Es handelt sich um eine Sperre, nicht um das Ende meiner Karriere.